Morgen. Morgen. Wir sind auf dem Weg nach Khao Sok. Ja, wir haben jetzt 7 Uhr morgens und warten auf unseren Bus nach Surathani, der uns dann in Khao Sok rauslässt. Wir sind jetzt gut in Khao Sok angekommen, haben schon in unserer Unterkunft eingecheckt und ja, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir hier wohnen. Dann kommt mal mit. Unsere wunderschöne Terrasse mit Hängematte. Und jetzt kommt unser Zimmer. Natürlich mit Moskitonetz, ganz wichtig. Badezimmer. Und jetzt kommt das Highlight. Wir haben nämlich noch eine Terrasse. Mit einem super Blick auf die Berge. Ist zwar kein Luxus, aber man hat alles, was man braucht und was will man mehr? Wir sind glücklich. Genau, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Wir sind jetzt im Khao Sok Nationalpark. Der Eintritt hat 300 Baht pro Person gekostet. Und jetzt ja, gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Mello ist bestens ausgerüstet für die Wanderung heute. Wir sind gerade mal 10 Minuten im Khao Sok Nationalpark drin und haben schon eine Schlange gesehen und kleine Äffchen, irgendwelche Langschwanz-Lemuren. Wie man sah, die ziemlich süß aus. Mit einem Baby. Das war wirklich mega süß. Also hier gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Schon die zweiten wilden Affen, die wir hier sehen. Wir sind jetzt hier an sowas wie einem Checkpoint angekommen und ab hier kannst du weiterlaufen, also du kannst ohne Guide gehen. Wir empfehlen dir aber auf jeden Fall einen Guide dazu zu holen. Wir sind nämlich gerade eine Stunde lang durch den Dschungel gelaufen und haben keinen Wasserfall gefunden. Vielleicht waren wir auch einfach nur zu blind oder zu blöd, kann auch sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mit einem Guide wahrscheinlich einfacher.
Ja, ihr Lieben, wir waren jetzt gerade circa etwas über 4 Stunden im Khao-Sok Nationalpark unterwegs. Ja, wir sind ja nicht so die Wanderfreunde und war schon gut anstrengend, vor allem bei der Hitze. Wir sind jetzt froh, dass die Tour zu Ende ist. Hat trotzdem riesen Spaß gemacht, denn wir haben Affen gesehen, haben Schlangen gesehen, jede Menge Eidechsen, faszinierende Natur, riesige Kaulquappen, riesige Fische gesehen. Also lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn wir letztendlich nicht unser Ziel erreicht haben und die großen Wasserfälle entdeckt haben. Denn wie Mello vorhin schon gesagt hat, bis zum Restaurant ist der Weg relativ easy. Und danach sollte man sich am besten einen Guide holen, denn dann ist der Weg sehr unübersichtlich. Und es geht echt über Stock und Stein, links, rechts. Wie gesagt, wir sind 40 Minuten im Kreis gelaufen, aber es hat trotzdem riesen Spaß gemacht hier. Das war unser Trip nach Khao Sok. Wir waren jetzt insgesamt 2 Nächte dort, haben eine anstrengende, aber sehr schöne Dschungeltour gemacht. Und jetzt sind wir schon am Busbahnhof Takua Park und jetzt gleich geht es weiter nach Ranong. Hier bleiben wir nur für eine Nacht, weil morgen geht es dann weiter nach Po Chang. Wenn du jetzt denkst, Po Chang habe ich schon mal gehört. Ja, Po Chang ist eine ziemlich bekannte Insel, aber für uns geht es nicht auf das bekannte Po Chang im Golf von Thailand, sondern das kleine unberührte Po Chang in der Andamanensee. Wir sind sehr gespannt darauf, wir freuen uns und wir halten dich auf dem Laufenden. See you! Ciao, ciao.